Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Und heute, Freunde, kann ich sagen, leiten wir das große Poroton-Finale ein. Oder naja, zumindest in so eine Art Zwischenfinale. Heute war nämlich der gute Jens bei mir auf der Baustelle und wir haben zusammen mal so richtig was weggerissen. Ich kann euch sagen, alter Schwede, da haben wir richtig Poroton weggekloppt. Das war schon fast rekordverdächtig. Naja, wie dem auch sei, an der Stelle quatsche ich wie immer gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, Freunde, und ich habe was Neues zum Spielen hier auf meiner Baustelle bekommen. Eine mobile elektrische Seilwinde. Ja, geiles Ding, sowas kannte ich vorher gar nicht. Bin ich irgendwann beim Recherchieren drauf gestoßen, weil wer sich erinnert hier, als wir hier mit der Treppe am Gange waren, da war das ja schon relativ grenzwertig, diese schweren Lasten, die ich da zum Teil hatte, dann kontrolliert von oben nach unten zu bewegen. Und da haben ja auch viele von euch geschrieben, also, hast du keine Seilwinde oder was, ne? Oder einen Flaschenzug oder so alternativ. Ich hatte ja mal eine Seilwinde da. Wer sich noch weiter zurückerinnert, als wir den Leimbinder eingebaut haben, den großen schweren da hinten im Bereich, da hatte ich so eine Seilwinde mir gekauft bei eBay für, ich glaube sogar, weiß ich nicht, die war auf jeden Fall ziemlich billig, so ein billiges China-Ding. Die hat auch genau nur diesen einen Einsatz überlebt, danach war sie nämlich im Arsch und dann wollte ich die umtauschen, hab das aber nicht, dann gab es einen riesen Tobabo, dann habe ich immer mein Geld zurückgekriegt. Seitdem habe ich jedenfalls auch keine Seilwinde mehr, sonst hätte ich die ja damals bei der Treppe schon benutzt. Ne? Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut und bin dann auf die Firma Hubtechnik 24 bzw. den Online-Shop gekommen und die haben mir dann hier kostenfrei so eine Seilwinde bereitgestellt von Pallet. Ziemlich cooles Ding, also wie gesagt, ziemlich massiv gebaut und der Clou, was ich daran persönlich ziemlich geil finde, das ist, dass du die wirklich einfach nur mit so einem Haken aufhängen kannst. Das heißt, so an so ziemlich auf so einer Baustelle hast du ja nicht immer die Möglichkeit, irgendwelche Sachen, Befestigungen zu aufzubauen und da kannst du die wirklich ziemlich einfach irgendwo dranhängen. Und das fand ich schon mal ziemlich cool. Ich denke mal, das kann ich hier auch ziemlich gut gebrauchen. Leute, jetzt denkt aber nicht, ich habe die hier nur an das Gerüst gehangen, damit ich sie nicht in der Hand halten muss, weil die echt schwer ist. Das ist natürlich keine Befestigung. An einem Alu-Gerüstrahmen hat die natürlich nichts zu suchen. Ne? Aber funktionieren tut es natürlich erstmal trotzdem. Heben kann die 300 bzw. 600 Kilo. Das kennt man ja von den Seilwinden mit der Umlenkrolle. Kannst du das praktisch nochmal umlenken und dann darf die bis zu 600 Kilo heben. Ist also schon ziemlich geil. Und ja, letzten Endes ist eine Seilwinde, ne? Ist also schon ziemlich cool. Und ich bin mal gespannt, jetzt im Moment, jetzt hier bei der Poroton-Schale, habe ich jetzt ja nicht so den Einsatz gerade, ne? Aber ich bin mir sicher, wenn das hier bei der Deckenkonstruktion beigeht und oder auch bei anderen, oft ist es ja dann irgendwie so eine spontane Sache, dass du sagst, Mensch, Däubel, jetzt bräuchte ich eine Seilwinde, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die mir hier noch ziemlich gute Dienste leisten wird. Naja, so viel jedenfalls dazu. Ich freue mich. Dankeschön auch an Hubtechnik 24 für das Bereitstellen der Winde. Und ja, wie gesagt, ich denke, die kann ich schon ziemlich gut gebrauchen hier. So, Freunde, und heute begrüße ich den guten Jens hier bei mir auf der Baustelle. Der Jens, der kommt aus Hochdorf und ist damit ein ungefährer Nachbar von den Mädels at Work. Kleiner Funfact am Rande, er ist nicht nur ein ungefährer Nachbar der Mädels, sondern, was wir auch festgestellt haben, er ist auch noch ein Arbeitskollege von der Steffi. Ziemlich cool und deswegen, Jens, erstmal cool, dass du da bist und ja, was, wo kommst du her, was machst du so und was treibt dich so an? Also ich komme, wie gesagt, aus Hochdorf. Ich bin 31 und wir haben auch schon eine Bestandsimmobilie renoviert. Ah, cool. Und ich bin also auch nicht ganz fremd, was das anbetrifft. Und ich dachte mir, warum samstags immer nur auf der Couch sitze und die Videos vom Fachwerker gucke, wenn man auch mal hier sein kann und mithelfen kann. Ja, das ist schon mal sehr cool. Also bist auf jeden Fall schon mal ein bisschen, sag ich mal, voreingestellt. Du weißt schon, was läuft, ne, so an der Stelle. Genau. Ja, ziemlich cool. Was habt ihr für ein Häuschen? Auch ein Fachwerkhaus oder was nochmal? Ne, ist eine Bestandsimmobilie von der Nachkriegszeit, also Ende 50er gebaut. Aha, okay. Und mit einem Anbau aus der 80er, aber war auch Katastrophe gewesen. Alles 80er Jahre, das ist ein Qualitätsmerkmal bei Häusern. Ja, also alles rausgerissen, alles neu gemacht. Ja, vernünftig. Hast du da auch Poroton drin gehabt? Nee, Poroton nicht. Wirklich nicht. Nee. Naja, gut, da werden wir heute ein bisschen was von haben. Ihr seht es ja bereits hinter uns. Heutige Aufgabe, die restliche Schale, Protonschale in die Waagerechte bringen, wie ich so schon sage. Ich hoffe mal, es wird heute, es hat jetzt ein bisschen geregnet, aber wir schwitzen schon, es ist mehr wie so ein Aufguss. Jetzt kommt nämlich die Sonne raus, das heißt, heute haben wir bestimmt richtig Temperatur, werden wir mal gucken. Ne? Aber zum Glück müssen wir nicht in der Höhe, das heißt, hier auf dem Boden wird es ein bisschen einfacher. Da müssen wir mal gucken. Ja, ich würde mal sagen, Jens, ne? Denn quatschen wir gar nicht lange, sondern legen los, wa? Alles klar.
So, und dann geht es endlich los mit der Arbeit. Und ja, erste Aufgabe war natürlich jetzt erstmal ein bisschen Gerüst in die richtige Position bringen. Letzte Woche haben wir ja oben alles abgerissen mit den Mädels. Das heißt, jetzt kann das Gerüst ein bisschen tiefer eingestellt werden. Aber auch grundsätzlich hier so ein bisschen noch aufräumen, dass man das Gerüst überhaupt vernünftig dann verschieben kann. Ja, das kannst du ja auch jetzt da nicht auf den Bauschutt stellen. Und ja, da ist mir übrigens dann auch noch so ein kleiner Anfängerfehler passiert. Deswegen musste ich euch die kleine Seilwinde, die ich euch zu Beginn direkt gezeigt habe, an den Anfang des Videos stellen. Das mache ich ja normalerweise gar nicht. Aber das Problem ist, ich Idiot, habe die Aufnahmen halt letzte Woche schon aufgenommen. Hier an diesem Gerüst habt ihr ja eben gesehen. Und quasi jetzt in den ersten 5 Minuten der Arbeit haben wir dieses Setup praktisch komplett zerstört. Und das stört mich persönlich immer sehr, wenn das dann nicht so zusammenpasst. Dann ist das eben nicht so richtig integriert, so natürlich und so. Aber ich habe es halt voll vercheckt. Wollte jetzt aber auch die Aufnahmen nie nochmal extra aufnehmen, weil das halt auch immer wieder Arbeit ist. Dann dachte ich mir, ja komm, packst du die heute mal nach vorne, mache ich ja normalerweise nicht, werde ich auch so schnell erstmal nicht wieder machen. Ja? Deswegen, das soll ja nicht, das ist ja hier kein Werbevideo. Aber diese Hubwinde oder diese kleine Seilwinde, die ich da bekommen habe, die hat mich schon fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt ja nicht aus der Baubranche und kannte so ein Ding tatsächlich nicht. Also, dass man die einfach irgendwo so aufhängen kann, das fand ich schon ziemlich schnuckelig. Und ich denke mal, das wird sich hier so in so einem mobilen Einsatz, so oft wie ich das hier schon jetzt eigentlich hatte, wenn ich so zurückdenke, wo ich so ein Teil hätte gebrauchen können, naja, da habe ich in Zukunft eine und kann sie dann gebrauchen. Also, da wird sich da hoffentlich noch der ein oder andere Einsatz ergeben. Naja, so, hier geht es jedenfalls los. Ihr habt es gesehen, ich habe erstmal angefangen, oberste Reihe so ein bisschen zum Warmwerden, ne? So die ersten Porotonsteine da mal loskloppen, mal ein bisschen gucken, wie es läuft heute. In der Regel war es ja bisher immer so, dass die Porotonsteine nach unten hin immer schlechter gemauert wurde. Also dass es nach unten hin eigentlich immer einfacher wurde, die Steine auseinanderzureißen. Jetzt hier bei dieser letzten Ecke kann ich schon mal vorwegnehmen, hat das jetzt nicht ganz so hingehauen. Also da hat sich da die ein oder andere Reihe doch noch ganz schön zur Wehr gesetzt. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Jens und ich auch in Form von Makita, Vorschlaghammer und Co. auch das ein oder andere Argument im Ärmel. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, warum wir uns jetzt hier noch so viel Mühe geben mit dem Putz vor allen Dingen, ja, dass wir also ständig auch den Putz vorher abkloppen. Das ist an dieser Stelle so, ich sag mal, das hat sich einfach bewährt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier Poroton zerlegen. Zum einen ist das relativ dicker Zementputz, der zum Teil auch recht gut zusammenhält, den ganzen Scheiß. Und auf der anderen Seite ist aber wesentlich wichtiger, wenn du diese Porotonsteine zermürben willst oder die Wand auseinandernehmen willst, dann musst du halt immer sehen, dass du in den Fugen arbeitest. Und dafür musst du halt die Fugen erstmal sehen und du musst die Übergänge. Du musst also wissen, wann hört ein Stein auf und wann fängt er an und so. Und deswegen ist es halt wichtig, den Putz vorher abzuhauen. Ne? So, das geht allerdings auch relativ gut. Ihr seht es ja auch hier, wie schnell man letztendlich den Putz runterkriegt. Und es hat sich einfach bewährt, den Putz erst runterzunehmen und dann eben die Schale zu zerbeißen, weil man ansonsten da halt viel zu viel mit der schweren Makita rumarbeitet, was dann wieder viel zu anstrengend ist am Ende. Ja, und jetzt habt ihr es eben vielleicht nebenbei gesehen. Ich habe jetzt an der Makita mal die Kamera angebracht. Für eine etwas speziellere Perspektive, sozusagen aus Sicht der Porotonwand, wie sie zerlegt wird. Und noch ein kleiner Ausschnitt, um mal zu zeigen, wie überraschend schwer diese Porotonsteine sein können. Bäm! Und natürlich wollte auch ich es mir nicht nehmen lassen, aus der Perspektive ein bisschen zu arbeiten. Wo ich ganz ehrlich mal sagen muss, das ist ja schon extrem, wenn man mal überlegt, das Ding ist jetzt, also die GoPro meine ich jetzt, die ist montiert einfach nur mit dieser Schwanenhalshalterung direkt an der Maschine. Also völlig ungedämpft, während man damit eine Wand zerlegt. Also da sind ja Vibrationen ohne Ende. Das ist ja schon heftig, ne? Wenn man mal schaut, wie vergleichsweise ruhig das Bild dafür ist. Ja,
Aber was man jetzt vor allen Dingen aus dieser Perspektive jetzt wieder besser sieht, ist eben unser perfektes Hand-in-Hand-Arbeiten. Ihr seht, ich löse die Steine und sobald da was lose ist oder sobald da Platz ist, ist Jens zur Stelle und sieht dazu, dass die Dinger nach draußen in die Schaufel kommen. Und da haben wir relativ schnell echt die erste Schaufel voll gehabt. Und wenn man sich mal überlegt, dass diese Teleskopladerschaufel ja auch nicht gerade klein ist, die ist irgendwie 2,50 Meter breit oder was, ne? Da geht also auch einiges rein an Zeug. War das schon echt heftig, was wir hier an Volumen dann in so relativ kurzer Zeit dann weggestemmt haben. Also, und hier seht ihr auch wunderbar eigentlich die Taktik, wie das Ganze funktioniert. Und da können wir nochmal wechseln in die andere Perspektive. Das hat ja auch nochmal irgendwer letztes Mal in die Kommentare geschrieben. Macht das mal aus Sicht des Meißels. Ja, jetzt habe ich es mal umgedreht. Diese Aufnahme ist allerdings ein bisschen wackeliger, weil ich die diesmal ohne Schwanenhals wirklich direkt auf die Maschine gebaut habe. Und da habe ich dann festgestellt, das ist offensichtlich auch selbst für die GoPro ein bisschen zu viel. Diese Mikrovibration, das ist einfach zu viel. So längere Vibrationen kann die besser, also naja, nicht Vibrationen, sondern Schwankungen, kann die besser ausgleichen als diese extrem kurzen Vibrationen. Ja, das kriegt die besser hin. Aber auch hier seht ihr die Technik, ne, man knackt da einmal dran und kann dann eigentlich die Steine relativ gut losbekommen, wenn man halt immer in den Fugen arbeitet und zusieht, dass man den Stein insgesamt löst. Na, ihr seht das ja, das geht da fast schon von selber. Das war allerdings auch hier eine relativ gute Reihe. Aus den anderen Reihen hat das Ganze ein bisschen mehr gedauert. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Beton, Zement, Mörtel sie dazwischen geschmiert haben am Ende des Tages. Ne? Weil manche Porotonsteine sind wirklich randvoll mit Beton bzw. mit Zementmörtel und dann sind die so schwer, da brauchst du fast zwei Leute für zum Tragen. Ja, und dann ist Jens nochmal dran hier und man sieht schon so die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn. Das kann ich auch nur sagen an dem Tag, es war jetzt von der Temperatur nicht ganz so heiß, also mag es vielleicht um die 30 Grad gehabt haben, ne, 32 oder so, aber es war eben, weil es morgens geregnet hatte, dann die Sonne rauskam, extrem schwül, also voll die übelste Luftfeuchte. Und da haben wir richtig einen weggeschwitzt und auch richtig wieder Wasser weggesoffen wie die Pferde sozusagen. Ne? Also ja, war auf jeden Fall wieder eine ziemlich interessante Erfahrung an dem Tag, ne, mit dem Wetter. Also da freut man sich ja tatsächlich schon so ein bisschen wieder auf die etwas kälteren Tage. Dann sind eben gerade solche Arbeiten, die dann doch etwas schweißtreibender sind, wesentlich besser zu ertragen als eben bei so einer Sommerhitze, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch so schwül ist wie heute. Wobei, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich schaue schon so ein bisschen mit Sorge auf den kommenden Herbst-Winter. Wie ihr wisst, wir haben ja auch eine Gasheizung und viele von euch haben es ja mitbekommen mit diesem ganzen Kram momentan mit Gas. Wir haben jetzt auch die ersten Erhöhungen schon mitgeteilt bekommen. Strom ist teurer geworden von 24 auf 35 Cent pro Kilowatt. Das Gas ist noch unbestimmt teuer geworden und so weiter und so weiter. Ne, das sind ja alles so Dinger. Ich will jetzt hier im Tagebuch nicht über so einen politischen Kram quatschen. Ich hatte erstmal überlegt, ob ich noch so wegen der Gasumlage noch ein Video mache, aber eigentlich mehr als darüber debattieren kann man ja auch nicht. Also eine wirkliche Lösung. Ich versuche ja auch in meinen Videos immer eine Lösung dann auch irgendwie anzubieten. Habe ich aber an der Stelle auch nicht. Da stehen wir irgendwie alle mit dem Rücken an der Wand. So von daher, naja, schauen wir mal, was da so kommt. Was hier auf jeden Fall jetzt kommt, ist der Baum. Da habe ich nicht so ganz aufgepasst. Und Baum versus Kamera, Blob, das funktioniert nicht so ganz. Zum Glück ist er nicht runtergefallen. Aber naja, da muss man mal gucken bei so manchen Perspektiven. Wenn man die dann unbedingt auf Kamera haben will, muss man eben mal so ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber ihr seht schon hier, auf dem Anhänger ist richtig was los. Ja, da haben wir schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, schon die zweite volle Schaufel, die wir da drauf geschlürt haben. Und ja, da kann man schon sagen, das war alles noch vor Mittag, glaube ich. Da geht das schon ganz gut dabei. Hier nochmal ein kleiner Perspektivwechsel so an der Seite. Jetzt sieht man mal so meinen Weg hier zur Hauswand und vor allen Dingen auch so der, ich nenne es mal Endanflug, mit diesem Dingen da möglichst nah an den Fensterausschnitt dran zu fahren. Da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil sehen tust du da im Prinzip nicht wirklich viel. Was wir auf jeden Fall im Gegensatz zum letzten Video sehen, ist mal wieder eine kleine Kaffeepause und zwar zusammen mit dem Jens. Und ja, an der Stelle bleibt mir nur zu sagen an alle euch da draußen, die so fleißig meine Videos schauen, kommentieren, liken, weiterempfehlen. Vielen Dank fürs mit dabei, mitmachen sozusagen und mitfiebern und so weiter. Ihr seid wie immer die Besten.
Und das war praktisch, während ich mit dem Teleskoplader unterwegs war, um die Steine wegzubringen. Da hatte Jens hier nahezu die halbe Protonwand noch im Alleingang abgerissen. Da hat er mal so richtig den Turbo eingelegt. Das war schon echt heftig. Kommst du in dein Haus zurück, ist da fast die ganze Wand weg. Schon ziemlich heftig. Und ihr seht, hier machen wir jetzt auch ein bisschen die Steine etwas kleiner. Zum einen, weil sie sich dann einfach schlichtweg ein bisschen einfacher händeln lassen, weil jetzt hier diese unteren echt ganz schön voll waren mit Zement. Und zum anderen aber auch, dass die sich auf dem Anhänger ein bisschen besser verteilen, weil wir halt tatsächlich so ein bisschen Platzprobleme kriegen und deswegen so ein bisschen das Ganze besser auf dem Anhänger verteilen müssen. So, naja, ihr seht das schon, jetzt auch hier wieder Doppelarbeit. Ne? Ich kümmere mich so ein bisschen um die Protonsteine. Jens sieht schon mal zu mit der Schippe. Er ist ein bisschen größer als ich, der hat das ein bisschen einfacher, die da über den Riegel zu wuppen und nach draußen. Ne? Das ist, wenn man da ein bisschen Körpergröße hat, tatsächlich ein bisschen einfacher. Das Problem hatten wir ja letzte Woche, da waren wir alle drei zu klein und konnten nicht vernünftig den Kram rausschippen. Und dazu war es auch noch viel zu windig, sodass dir praktisch der meiste Staub direkt wieder ins Gesicht geweht ist, während du versucht hast, den da aus der Öffnung da raus zu transportieren. Ach ja, apropos, in dieser Woche ist noch meine reparierte Mavic-Drohne wieder angekommen von DJI. Und das werde ich im nächsten Video, zeige ich euch das mal ein bisschen genauer. Ich kann nur so viel sagen, ich bin tatsächlich ziemlich begeistert von dem Service und von den von dem, was ich da zurückgekriegt habe und was ich dafür bezahlt habe. Wie gesagt, das werde ich euch nächste Woche mal zeigen. Das ist schon ziemlich krass, was die so an Serviceleistung bieten. Also alle Stimmen, die ich da bis jetzt gehört habe, haben tatsächlich recht. Das habe ich vorher nicht glauben können. Aber jetzt mit eigener Erfahrung kann ich nur sagen, alter Schwede DJI, die machen echt einen verdammt guten Service. So, jetzt haben wir hier die nächste Schaufel voll. Allerdings müssen wir jetzt erst so ein bisschen Poroton-Tetris spielen auf dem Anhänger. Ja, das habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich dann sage, komm, hier, die Drohne bitte in den Glatzenmodus und dann zusehen, dass wir den Anhänger so ein bisschen sortieren. Das ist einfach notwendig. Ja, die Steine fallen halt immer von selber nicht in die richtige Richtung, verbrauchen dann sehr viel Volumen, was man allerdings jetzt noch gut gebrauchen kann. Ja, vom Gewicht ist das meistens überhaupt kein Problem, nur eben vom Volumen. Deswegen sortieren wir ja so ein bisschen hin und her, dass ich eben dann mit dem nächsten, dass wir hier halt noch so zielmäßig noch so 1,5-2 Schaufeln draufkriegen, weil die können wir ja jetzt schon absehen, die müssen da noch raus aus der Hütte, aber so aus der Perspektive sieht man es nicht ganz, aber wir kriegen es ganz gut hin, da noch Platz entsprechend zu schaffen. So, dann geht's dabei, ihr seht hier praktisch nur noch 2 Reihen an Poroton übrig, plus der ganze Rest. Ich bringe den Poroton-Kram nach draußen, der Jens macht parallel innen drinne an der Schale weiter. Und dann können wir nochmal den Teleskoplader in einer etwas anderen Perspektive erleben. Ja, jetzt habe ich übrigens eine neue Magnethalterung bekommen von meiner Amazon-Wunschliste. Die werde ich mal auch vielleicht nächste Woche noch schnell vorstellen. Aber trotzdem an dieser Stelle schon mal vorweg ein kleines Dankeschön. Das sind jetzt hier so Sachen, die mit einer Magnethalterung perfekt funktionieren. Dann kannst du die nämlich praktisch die Kamera überall dran pappen. Und das läuft dann tippitoppi. Ne? So, und hier seht ihr jetzt auch so ein bisschen das Höhenverhältnis. Da passt halt jetzt ein bisschen mehr drauf als eben. Die Steine sollten nicht unbedingt höher als die Bordwand gehen und deswegen muss man die immer so ein bisschen verteilen an der Stelle. So, dann geht's nochmal los. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch den Verkehr noch so ein bisschen aufhalten hier. Aber der Nachbar bzw. Nachbarin, die kennt mich natürlich, die weiß Bescheid. So, von daher alles cool. Teleskoplader im Straßenverkehr läuft soweit und dann sehen wir mal zu, dass wir den hier noch so ein bisschen wieder einrangiert kriegen. Aus dieser Perspektive finde ich jetzt hier das Einlenken und so ziemlich cool mit der Allradlenkung. Das könnte ich mir, glaube ich, einen ganzen Tag angucken. Ist einfach immer total geil. So eine Maschine hier, ne, die macht einfach total Spaß und ist immer wieder faszinierend, mit dem Dingen hier ja, auf der Baustelle rumzurangieren. Ne? Und hier wie immer, die letzten Zentimeter sind immer das Spannendste. Da muss man halt sehen, dass das vernünftig funktioniert. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann hat man irgendwann den Dreh raus. Und man hört schon, Jens, der hat schon auf mich gewartet, ja, und feuert schon gleich die ersten Porotonsteine schon wieder in die Schaufel. Ja, er hat in der Zwischenzeit hier die Schale, die letzten Reihen da abgerissen. Und ja, wir nähern uns dem Ende. Ne? Das ist also schon ziemlich interessant, wie schnell das jetzt hier zum Schluss noch ging. Diese bodennahen Porotonsteine, die waren meistens wirklich immer relativ easy peasy. Aber was man halt so zum, ich sag mal schon fast zum Schluss nicht unterschätzen
vergessen darf, das ist eben so dieses ganze Drumherum. Ne? Wir haben jetzt ja noch den ganzen Putz da von der Wand gekloppt. Da muss ja auch überall noch entsprechend die Tapete, wo sie da noch dranhängt, noch abgefummelt werden. Hier sind noch die, das ist übrigens der letzte Batzen Estrich gewesen gerade, den wir da jetzt noch zerkleinern und rausschmeißen. Da ist auch noch so ein bisschen Styroporplatte. Das war ja noch das letzte Stück, habe ich irgendwie nie wirklich weggeräumt. Ich weiß auch nicht, was da noch wegkommt. Der letzte Rest vom alten Fußbodenaufbau ist jetzt auch Geschichte. Und genauso wie jetzt hier diese ganze Porotonecke. Naja, und da muss eben dieser ganze Schutt aus dieser Perspektive, kann man jetzt nicht so richtig sehen, wie viel das tatsächlich ist. Aber da kommt am Ende auch nochmal so eine halbe Teleskopladerschaufel zusammen oder was. Einfach nur diesen ganzen Putz, ne? Diesen ganzen Putz und eben die Mörtelreste und so weiter. Und eben auch sauber getrennt. Ne? Was ich schon meinte, da darf keine Bitumenbahn zwischenbar sein, da darf keine Tapete möglichst zwischen sein und so weiter. Ne? Das ist dann alles immer noch reichlich Arbeit, wo man dann am Ende schnell noch eine Stunde rein investieren muss, um dann so diese letzte Ecke noch sauber zu kriegen. Und während wir jetzt so fleißig dabei sind, den letzten Rest da klar zu machen, kann ich auch noch mal kurz einen Hinweis zu den Mädels at Work. Ja, die freuen sich erstmal total, dass offenbar viele von euch im letzten Video auch mal sich den Kanal von den Mädels at Work angeschaut haben und auch zum Teil gleich direkt abonniert haben. Ja, die sind total happy, dass da so ein Schub an Abonnenten dazu gekommen ist. Ja, die sind quasi völlig geflasht und begeistert natürlich. Deswegen an der Stelle kann ich euch hier auch noch mal ein kleines Dankeschön mitteilen von den Mädels. Ja, und die haben auch noch ein kleines Video dazu gemacht. Wir waren nämlich, als wir hier waren, haben wir in meinem kleinen Studio noch ein Mini-Interview, nenne ich es mal, gemacht. Ja, da haben die mir so ein paar Fragen noch gestellt, so ganz spontan. Und ja, wer sich das angucken möchte, ich kann es ja auch mal hier verlinken, ist auf jeden Fall recht unterhaltsam geworden. Ja, und wenn wir jetzt hier mal einen kleinen Blick auf unsere frisch freigelegte Fachwerkwand werfen, dann ist der Zustand sogar überraschend gut. Also ich habe ja für die Giebelwand schon Schlimmstes vorhergesehen. Von außen sieht das auch mitunter etwas verwittert aus alles. Aber man muss wirklich sagen, jetzt hier von innen, bis auf diese seltsame Konstruktion, ihr seht das da hinten in der Ecke, da sind zwei Riegel einfach irgendwie abgestützt mit einem Stück Holz. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber gut, die Riegel jetzt an der Stelle sind ja wahrscheinlich, sollen die nur das Gefach tragen oder was, ne, dass sie gerade sind. Wahrscheinlich haben die Zapfen nicht mehr in den Löchern vernünftig, dass die Holznägel weg waren, keine Ahnung. Werden wir ja sehen, wenn wir es auseinandernehmen. An der Wand hinten im hinteren Bereich jetzt gesehen, genau neben dem Ausschnitt rechts, da sind auf jeden Fall schon mal zwei Fake-Riegel. Da kann man direkt durchgucken. Die sind also auch nur so in das ganze Ding eingearbeitet. Also das war uns ja klar, dass wir so ein paar Gefache bzw. halt die Riegel neu machen müssen, war ja klar. Aber insgesamt das Holz sieht gar nicht schlecht aus und auch vor allen Dingen das Rähm der anderen Giebelseite jetzt hier, das ist ja nun oben auch schon auf den ersten 3 Metern freigelegt, das sieht tatsächlich ganz vernünftig aus. So, von daher bin ich da so langsam so ein bisschen positiv eingestellt, das könnte hier ganz gut klappen, dass wir wirklich diese Wand dann nur zum Teil reparieren müssen, restaurieren und eben nicht wie die andere Giebelseite komplett neu aufbauen müssen. Aber ich sag mal so, an der Stelle ist natürlich noch nichts in Stein gemeißelt oder ins Holz geschnitzt, da warten wir lieber mal noch ein bisschen ab. Ja, Freunde, und dann sind wir auch heute, ja, leider muss man ja fast schon sagen, wieder am Ende. Ne? Der Tag ging heute doch ziemlich schnell um, aber wir waren ja auch nicht so ganz untätig, muss man ja sagen. Diese ganze Ecke ist raus und was haben wir eben gezählt? Das waren jetzt fast 4 Ladungen, also 4 Teleskopladerladungen mit Porotonstein. Der Anhänger echt bis oben hin. Also alter Schwede, da haben wir heute richtig Meter gemacht. Ja, also die Vorbereitung von letzte Woche haben sich auf jeden Fall gelohnt. Super geil, ja, kann man nicht anders sagen. Und also es hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht, ne? So insgesamt. Oder was würdest du zu sagen? Auf jeden Fall, also es war ein produktiver Tag. Das ist immer gut. Das Tagesziel haben wir auch geschafft und erreicht. Definitiv, ja, das kann man nur sagen. Das war wirklich, ich hatte heute Morgen erst überlegt, du hattest ja gesagt, also Jens meinte so, ja, okay, ist ja irgendwie nicht so viel, ne, so ein bisschen Wand, ne. Aber war denn doch, ja, mussten wir doch ganz schön ran, ne. Also ja. Das ist halt, diese blöden Porotonsteine, die sind ja schon wehrhaft. Aber jetzt haben wir hier den Blick auf die Schwelle freigelegt. Ja, wie erwartet, nicht viel von übrig. Das heißt, hier können wir jetzt demnächst weitermachen, wo wir jetzt drauf stehen. Die letzte Stück Bodenplatte. Damit geht es dann hier erstmal weiter. Ja, naja, wie denn auch sei. Erstmal an der Stelle, wie immer, was soll ich sagen jetzt? Herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und vor allen Dingen auch wirklich, wir haben es ja eingangs erwähnt, Jens kommt aus der Pfalz. Der hat auch ein bisschen Anfahrt gehabt hier. Was ich ja eigentlich, wo ich immer denke, oh, ne. Aber
Respekt. Setze ich jetzt gleich noch ins Auto. Und ja, wie viel Kilometer ungefähr? 430. 430. Ja. Na gut, jetzt auch am Samstagabend geht es dann einigermaßen. Ne? Und ja, dann hoffe ich mal, dass eine gute Rückfahrt und dass das nicht ganz so anstrengend ist. Also es war ja schon jetzt für dich, sagst du, nicht ganz so anstrengend, ne? Naja, gut durchtrainiert so. Er ist ja auch ein bisschen jünger, als er eben am Eingang sagte, 31 Jahre. Ja, oh ja, das war noch Zeit. Da bin ich ja schon ein ganzes Stück drüber. Nein, erstmal an der Stelle für dich natürlich auch eine Tasse Zollstock und einen Bleistift. Als kleines Dankeschön einfach nur. Finde ich halt klasse. Und ja, wenn du auch ein bisschen Spaß gehabt hast, dann ist ja cool. Ne? Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank dafür. Ja, super. Und auch ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, um hier ein bisschen pfälzische Kultur reinzubringen. Ein guter Pfälzer Riesling und natürlich... Ein Düppeglas. Düppeglas. Das weiß ich schon. Das kenne ich von den Mädels noch. Düppeglas. Genau, lass mich raten. Man macht vier Finger Wein und vier Finger Wasser. Genau, ja, richtig. Ja, genau. Fand ich das, ja, super, cool. Das ist dann der Männerwein, ne? Der Riesling. Trocken, ja. Ja. kann ich ja schon mal sagen, oh, vielen Dank, das ist ja cool. Jetzt habe ich schon zwei Duppegläser. Schon ziemlich cool. Wir können jetzt auf jeden Fall hier richtig Weinschorle-Verkostung machen. Ja, schon ziemlich geil. ja, schon echt witzig. Da haben wir ja heute Morgen schon drüber gelächelt, dass der gute Jens ja aus der gleichen Ecke kommt wie letzte Woche die Mädels. Ja. Ist schon echt ein Zufall. War, ja, schon geil. War Zufall, ja. Ja, voll geil. Nicht abgesprochen. Super cool. Ja, vielen Dank auch dafür. Ja, das ist natürlich auch noch heftiger. Da kommen die Leute schon auf die Baustelle und bringen dann auch noch was mit. Nee, vielen Dank. Also was soll ich sagen? Jens, super cool. War toll ein Tag mit dir. Und ja, ich kann mich nur bedanken. Mir hat es auch Spaß gemacht und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und was soll ich sagen, Freunde, der Jens und ich, wir haben hier natürlich richtig was weggerissen heute. Der Jens, so ein richtiger Pfälzer Jung, ja, hat hier wirklich, kam hier auf die Baustelle, gut gelaunt, hochmotiviert, durchtrainiert, wie er war, haben wir hier natürlich zusammen mächtig Quadratmeter geschafft. Und das ist schon wirklich, Freunde, im Video kommt das immer nicht so richtig rüber. Das sind schon richtig Quadratmeter, Kubikmeter gewesen. Der Anhänger ist randvoll, das waren fast vier Schaufeln voll mit Borotonsteinen und so weiter. Und das war schon mächtig viel Arbeit, die wir hier vollbracht haben. Ne? Von daher, da können wir definitiv, da kann der Jens stolz drauf sein. Und ich bin auch sehr froh, dass er hier war. Das hätte ich alleine definitiv nicht in der Zeit geschafft. Jedenfalls sind wir jetzt ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ihr seht ja, die ganze Ecke ist frei. Das ist super. Für die nächste Woche hat sich dann auch der Zimmermeister mal wieder angekündigt. Jetzt geht es nämlich so langsam dabei. Jetzt haben wir das ja freigeschlägt hier. Und jetzt geht es ja dabei an der Wand, an die Schwellen und so weiter. Und das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist abstützen. Abstützen ist leider so eine Sache, die ist immer wieder notwendig und kostet vor allen Dingen auch richtig viel Zeit, ohne dass da jetzt wahnsinnig viel passiert. Da muss ich mal gucken, was wir dann nächste Woche dann alles so schaffen im Video. Jedenfalls stützen wir jetzt als nächstes die gesamte Wand ab und fangen dann an, die ganzen Gefache rauszuhauen. Da versuche ich natürlich so viele Steine wie möglich da noch zu retten. Ne, alles, was rettbar ist, wird auch an die Seite gepackt, natürlich. Und ja, dann geht's dabei. Ne, in den Wochen da drauf werden dann die Fundamente drunter weggekloppt. Dann ist praktisch die gesamte Vorbereitung von diesem Bereich steht dann auf dem Plan. Ne? Also Boden vorbereiten, dann entsprechend Schotter muss ich dann besorgen und so weiter. Und dann letzten Endes den nächsten Teil der Bodenplatte vorzubereiten. Da haben wir jetzt also noch richtig was zu tun. Vor allen Dingen, Freunde, endlich jetzt in den nächsten Wochen definitiv kein Poroton mehr. Höchstens noch so ein bisschen, was da noch so steht, aber keine Wände mehr. Ihr seht es, das ist jetzt erstmal so weit weg. Und bis wir hier auf den letzten Teil der Porotonwand kommen, das dauert erst noch, wenn wir wirklich hier an der Giebelwand beigehen. Aber dafür muss die Traufenseite erstmal komplett fertig sein. Ne? Also bis wir den nächsten großen Poroton-Einsatz haben, das dauert Gott sei Dank. Ich bin auf jeden Fall froh, waren jetzt auch ein paar Wochen, ne? Dass wir das Thema erstmal erledigt haben. Jetzt wird es wieder so ein bisschen mal mischen, mal Abwechslung hier rein. Und ja, so sehen wir das denn. Jedenfalls würde ich mal sagen, an der Stelle, Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. War heute ein bisschen längeres Tagebuch, aber naja, viele haben ja schon geschrieben, das stört euch nicht so sehr. Und dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Tagebuch wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.